und herzlich willkommen bei dem kleinen Ratgeber der Hundeschule Canis Lupus. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um das M wie Motivation. Was ist Motivation? Motivation ist der innere Antrieb. Der innere Antrieb ist bei jedem Lebewesen individuell verschieden, so auch bei unseren Hunden. Motivation kann für unseren Hund Fressen sein, Leckerli, das ist das natürliche Überlebensmittel, sage ich mal. Das heißt, der Hund braucht das und deshalb ist das für viele Hunde auch eine sehr starke Motivation. Motivation kann für unseren Hund aber auch Lob und Aufmerksamkeit von uns sein. Das ist beim Rudeltier ganz wichtig, dass der in der Gruppe auch eine Art Anerkennung findet und Körperkontakt hat. Das sichert auch das Überleben. Wir haben aber natürlich bei unseren Hunden auch das Spielzeug mittlerweile. Also das steht bei vielen Hunden sehr hoch im Kurs. Die sind da richtig verrückt drauf und würden auch sehr viel dafür machen, um ein Spielzeug zu erhalten. Das ist eigentlich so ein bisschen angelehnt an den Jagd- und Beutetrieb. Und nun ist die Frage, warum brauchen wir Motivation? Motivation ist ganz wichtig. Lernen, weil man den anderen so mag, ist von der Natur nicht vorgesehen. Es muss alles einen Sinn haben. Das ist bei uns Menschen eigentlich ähnlich. Wir würden letzten Endes auch nicht auf Arbeit gehen, nur weil wir unseren Chef so mögen, ohne Bezahlung, wenn wir ganz ehrlich sind. Und jetzt ist immer nur die Frage, wie machen wir uns das beim Lernen mit unserem Hund, also beim Erziehen und im Alltag, wie machen wir uns das zunutze? Das ist eigentlich relativ einfach. Zuallererst müssen wir uns fragen, was gefällt unserem Hund besonders gut? Das findet man relativ schnell raus, indem man seinen Hund beobachtet und merkt, was ist ihm eigentlich wichtig? Worauf geht er ab, sage ich jetzt mal. Natürlich ist die Motivation ein bisschen situationsabhängig. Also je nachdem, was ich gerade möchte, verwende ich dann verschiedene Arten der Motivation. Das ist ein kleines bisschen abhängig, wie viel Trieb möchte ich oder wie freudig soll er an eine Sache rangehen. Möchte ich ihn eher etwas ruhiger halten im Energielevel oder kann er mal ein bisschen Energie zeigen? Wenn wir auf jeden Fall erstmal schon wissen, was unser Hund mag, dann ist es ganz leicht, weil dann können wir immer dann diese Motivation einsetzen, sobald er uns ein positives Verhalten zeigt oder ein gefordertes Verhalten. So lernt unser Hund ganz schnell, wenn ich das und das mache, bekomme ich das, was ich möchte. Und letzten Endes sind die Hunde unheimlich lernwillig und machen auch gerne Dinge für uns, wenn sie letzten Endes davon das bekommen, was sie möchten. Wie bei uns Menschen auch. Leider ist es natürlich so, dass wir auch oft Motivation freigeben, ohne dass unser Hund was dafür gemacht hat. Und deshalb ist es dann auch schwierig, mehr zu fordern, wenn der Hund doch gelernt hat, ich bekomme auch für einfache Dinge oder zwischendurch, auch wenn er mal gar nichts gemacht hat, genau das Gleiche. Ne? Also wenn mein Hund fürs, ich sag mal, normale Angucken, ohne dass ich jetzt irgendwas möchte, schon ständig Leckerlis bekommt, warum soll er dann etwas Schwieriges machen? Deshalb kann ich euch empfehlen, überlegt, was mag euer Hund besonders gerne und versucht mit diesen Ressourcen ein klein wenig zu haushalten. Setzt sie bewusst dann ein, wenn euer Hund was macht, was von euch gefordert war. Euer Hund wird mit der Zeit lernen, euch auch immer mehr in der Richtung anzubieten. Die werden da sehr kreativ. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß mit euren Hunden und natürlich auch Erfolg beim Ausprobieren und beim Üben. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin eine schöne Zeit und liebe Grüße.